Die MPU ist ein hochkomplexes Verfahren und es ist relativ schwierig, sie auf Anhieb beim ersten Mal zu bestehen, ohne eine professionelle Vorbereitung in Anspruch genommen zu haben. Das fängt schon bei der allerersten Frage an, die der Gutachter stellt. Hört sich relativ simpel an. Warum sind Sie heute hier? Warum müssen Sie MPU machen? Warum hatten die Führerscheinstelle Zweifel an Ihrer Eignung als Autofahrer im Straßenverkehr? Und viele Klienten beantworten diese Frage falsch, weil sie mit dem Führerschein argumentieren, dass sie eben sagen, ich bin heute hier, weil ich so schnell wie möglich einen Führerschein wieder haben möchte, weil ich den Führerschein beruflich brauche. Und das ist bei einer MPU ein absolutes No-Go, dass sie mit dem Führerschein argumentieren. Weil im Endeffekt, wenn sie ihr Verhalten alles nur verändert haben, nur um so schnell wie möglich einen Führerschein wiederzubekommen, dann ist das nicht dauerhaft stabil, diese Verhaltensänderung. Das ist ähnlich wie in der Kindheit, wenn man sich mit den Eltern zusammengesetzt hat und die Eltern haben gesagt, hier, wenn du jetzt mal 6 Wochen lang lieb bist, dann bekommst du das oder jenes Spielzeug oder ein Fahrrad beispielsweise geschenkt. Was hat man gemacht? Man war 6 Wochen lang lieb, war ein Engel gewesen. Und danach hat man das Fahrrad oder das Spielzeug bekommen. Aber dann gab es ja keinen Grund mehr, das alte Verhalten beizubehalten. Man ist dann einfach wieder frech geworden und ins alte Verhaltensmuster reingefallen. Und genauso ist es auch bei der MPU, wenn man eben mit dem Führerschein argumentiert, dann ist dieses Verhaltensänderung nicht dauerhaft stabil. Das ist natürlich die spannende Frage, wie stellt man es am besten in einer MPU dar? Nun, zuallererst muss man argumentieren, ich bin heute hier auf Anordnung von der Führerscheinstelle, weil die hat ja eine MPU angeordnet. Und die Führerscheinstelle hat berechtigte Zweifel an der Eignung als Autofahrer im Straßenverkehr, weil man ja unter Alkohol- oder Drogeneinfluss aufgefallen ist. Und es gibt natürlich Statistiken, die sprechen eine ganz klare Sprache, die zeigen, wer mit so und so viel Promille oder unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr auffällt, von dem geht ein hohes Rückfallrisiko aus. Das heißt also, die Statistik spricht gegen einen, ja? Und die Führerscheinstelle hat Zweifel, dass sie wieder im Straßenverkehr unter Drogen- oder Alkoholeinfluss auffallen. Und man ist heute einfach hier bei der Begutachtung, um zu zeigen, hey, ich habe aus der Sache gelernt. Ich habe eine verkehrspsychologische Beratung gemacht, ich habe meine Lebenssituation verändert, ich habe mein Verhalten verändert, aber nicht nur auch das Verhalten, sondern auch mein Denken und meine Einstellungen. Und deshalb möchte man heute die Zweifel, die die Führerscheinstelle noch hat, ausräumen.